Hallo und herzlich willkommen zum ersten Projekt RL. Nur weil wir jetzt anfangen damit, möchte ich kurz sagen, was wir hier machen. Also im Prinzip nehme ich so Bauwerke aus der wirklichen Welt und baue die so realitätsnah wie eben in Minecraft möglich nach. Und je nachdem, für was diese Objekte bekannt sind, ob jetzt für die Innenausstattung oder wie sie von außen aussehen, da lege ich dann entweder mehr Wert auf, dass es außen so aussieht wie in Wirklichkeit oder mehr so wie innen. In diesem Projekt RL zeige ich euch mein Fornox. Wer das nicht kennt, das ist ein Goldlager, also das Goldlager eigentlich in den amerikanischen Staaten, also in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und da ist sozusagen das meiste Gold auf der Erde ist da gelagert. Also es ist das meiste Gold auf einem Fleck. Zumindest laut Angaben der US-Regierung. Da weiß nämlich keiner, was da drin ist, wirklich. Und dort werden eben auch spezielle Sachen gelagert. Die ungarische Krone zum Beispiel war da auch mal drin. Und in dem James Bond war auch mal ein gefaktes Fornox. So viel zu der Geschichte. Ich habe als Vorlage für dieses Bauwerk hier habe ich auf Google Earth ein 3D-Modell vom Fornox genommen. Und hier habe ich eben darauf Wert gelegt, dass es von außen so aussieht wie in Wirklichkeit. Maßstab ist ein Block 1 Meter. Kommt jetzt vielleicht nicht ganz so hin, aber gut. Fangen wir an. Ich habe nämlich hier auch ein bisschen so auf Sicherheitstechnik geguckt. Und ja, hier direkt am Anfang hat man eben dieses Eingangstor. Das Gelbe hier soll so eine Art Schranke darstellen. Und aufmachen kann man die eben von hier drin, von sozusagen so einem Pförtnerhäuschen, kann die rauf und runter gefahren werden. Und damit der Pförtner eben auch nicht einfach überfallen werden kann von hinten, kann er auch sich einschließen und ist dann eben damit sicher. Dieses Einschließprinzip habe ich hier bei vielen Sicherheitsmaßnahmen, dazu aber später mehr. Hier jetzt für so einen groben Überblick, also nee, den mache ich später, aber hier so ist es eben auch wirklich in dem 3D-Modell dargestellt und auch in Wirklichkeit sieht das Fornox so ähnlich aus. So, hier haben wir jetzt so einen riesigen Torbogen, der ist in Wirklichkeit nicht da. In Wirklichkeit ist hier eben nur so ein kleiner Eingang durch den Zaun. Ich wollte das nur so groß haben, damit es ein bisschen realistischer ist, damit man auch hier wirklich mal so ein richtiges Tor hat. Ich fliege da gerade mal drüber, weil von außen kommt man ja nicht rein. Und hier über den Hebel macht eben der Partner, der hier drin sitzt, sich das Tor auf und kann sich hier ebenfalls wieder einschließen. Und ja, dann kann er eben über diesen Hebel hier, kann er dann außenrum, wieder aufmachen, kann er dann hier hinten, hier das Tor öffnen, das Haupttor sozusagen. Und ja, hier jetzt ist so ein kleiner Vorbereich. Und dann kommen wir hier eben zu so einer Panzerstraße und so zwei Wachtürmen, die übrigens auch viel zu groß sind. Die sind in Wirklichkeit ein wenig kleiner, aber in Minecraft wollte ich die jetzt funktionell machen, da habe ich die ganz größer gemacht. Hier diese Gitter lassen sich auch runterfahren, sodass man rüberfahren kann. Sehr kompliziert. Und zwar kann ich jetzt hier, dadurch habe ich jetzt hier vorne die Tore runtergefahren und gleichzeitig hier die hier blockiert. Das heißt, wenn ich versuche, die jetzt runterzumachen, kann ich das nicht machen, weil eben die da hinten noch offen sind. Jetzt mache ich die da hinten zu, mache die hier vorne auf. Und dadurch habe ich hier vorne jetzt offen. Hier ist ein kleiner Raum, da wollte ich eigentlich so eine Anzeige machen und rundherum dann eben so Stolperdraht, damit man sieht, ob jetzt jemand an der Stelle da einbricht, aber ich hab das dann doch gelassen, weil Stolperdrähte erstens leider nicht so lang sind und zweitens wäre das viel zu viel Verkabelung hier unterm Weg gewesen. Hier drüben kommt man eben im anderen Wachturm raus, der hat dann hier noch so eine verglaste Etage und oben noch eine freie. Können dann Scharfschützen stehen oder ja. Hier eben noch eine kleine Lampe, damit der nette Herr hier im Häuschen auch weiß, aha, da steht jetzt jemand, der möchte von innen nach draußen. So, jetzt hier seht ihr das eigentliche Gebäude erst. Man muss hier eben durch diesen äußeren Ring muss man erstmal komplett durch. Also hat man hier eben vorne diese kleine Ausbuchtung.
Dann kommt hier dieser äußere Ring einmal rum. Wer sich dahinter befindet, ohne Autorisierung, darf erschossen werden. Dann gibt es hier noch diesen Ring um die Panzerstraße einmal rum. Dann hier die eigentliche Panzerstraße so. Und ja, die ist dann auch nochmal umzäunt. Und dann ist man hier erst in diesem inneren Bereich. Von außen zum Gebäude, also hat man hier vorne den Eingang. Fenster sind natürlich alle nicht existent. Habe ich jetzt mit Obsidian verkleidet. In Wirklichkeit ist da, soweit ich weiß, eine Kevlar-Verkleidung hinter, damit eben wirklich nichts passieren kann. Hier unten gibt es im Erdgeschoss an den vier Ecken jeweils kleine Wachhäuschen. In denen können die Wachen sich dann hinstellen. Und in der oberen Etage gibt es dann nochmal so diagonal zwei. Am Ende des Videos werde ich auch nochmal das Google Earth Modell zeigen. Da sieht man auch, dass eben nur so diagonal diese zwei Wachposten sind. Ja, und hier unten ist dann eben eine Zulieferung, ein Zulieferungsschacht, und der ist natürlich auch abgeschlossen von innen, damit man nicht von außen einfach hier reinlatschen kann in dieses Hochsicherheitsgebäude. Da darf man ja eigentlich nie rein, ne? Nur mit Bestätigung vom Präsidenten. So, gehen wir mal. Ich glaube, das war's jetzt so zur Außenanlage. Hier, das soll eine amerikanische Flagge sein, ne? Sieht jetzt vielleicht nicht ganz so aus, aber gut. Soll reichen. Und jetzt gehen wir mal einfach mal rein. Und wenn wir hier reinkommen, sehen wir direkt überall nur verschlossene Türen. Ja, hier darf eben nur autorisiertes Personal rein. Hier kann man gar nicht rein, weil das nur ein Ausgang ist. Und hier drüben. Ah, nee, diesen Bug habe ich jetzt auch, um mal an meine Wargear-Fans zu, mich an meine Wargear-Fans zu wenden. Den habe ich auch im V3, deswegen dauert das noch ein bisschen, bis ich das veröffentliche, weil da sind die Schilder auch irgendwie genau an einem Layer verschwinden die dann immer. Da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Das ist, glaube ich, auch ein Bug von der 1.6.4 ist das, glaube ich, gerade, auf der ich spiele, oder 1.6.2, keine Ahnung. Naja, gut, eigentlich ist hier kein Zutritt, ne? Und das ist auch so eine Art Schleuse. Und jetzt müssen wir ja erstmal hier in den Pförtnerraum, damit wir die Schleuse öffnen können. Ja, hier ist auch das Schild kaputt. Und ja, um in den Pförtnerraum zu gelangen, muss man eben erstmal hier diesen Passcode sozusagen haben. Den muss man dann hier reinwerfen. Und der kommt dann irgendwo raus und dann bleibt die Tür auch offen. So eine Art Good Guy Door. Und ja, hier drüben ist dann, kann man dann die Tür wieder zumachen von innen, und auf geht die dann auch nicht, dann ist man hier eben gefangen, es sei denn, man hat eben Zutritt zum Pförtnerraum, also hier, und da ist eben so ein kleiner Geheimschalter, muss ja nicht jeder sehen. Ansonsten geht's hier drüben halt noch zur Zulieferung, und hier hinter ist der Tresor, der eigentliche dann. Ja, hier ist Zulieferung, Tresor und Geheimgang zum Pförtnerraum. Kann man natürlich dann auch von innen wieder verschließen. Hier braucht man dann wieder eine Autorisierungskarte. Diese Tür bleibt nicht auf, die ist getimed, das heißt, sie geht auch wieder zu, deswegen muss man da schnell durchlatschen. Und jetzt können wir endlich die Schleuse hier einmal aufmachen, hier da hinten, und den Zugang zum zweiten Raum, das ist der hier vorne. Kann man das vielleicht mal sehen, hier, jetzt offen. Aber den müssen wir ja nicht aufhalten. So, jetzt gehen wir, ach, vielleicht wäre es doch klug gewesen. Egal. Jetzt gehen wir hier mal hoch. So einen Raum würde es im echten Fornox wahrscheinlich nicht geben. Hier hat man den Zugriff zu der gesamten Technik. Ist zwar hier nochmal abgeschlossen durch den Brückenraum, aber sicher ist das nicht. Ja, und wie gesagt, sowas würde es im echten Fornox wahrscheinlich nicht geben. Dann sind wir hier eben in dem Kontrollraum, und ich gehe jetzt mal einmal durch alle Funktionen durch. Hier kann man eben diesen benannten Service Room, in dem wir hier eben drin waren, kann man damit abschließen. Der ist jetzt abgeschlossen. Das hier ist ein Alarm, falls jemand unten ist, nämlich noch ein Passwortschloss im Tresor. Wenn jemand das benutzt, dann geht hier die Alarmleuchte an. Und diesen Alarm kann man hiermit eben zurücksetzen. Dann kann man hiermit das Zulieferungstor unten aufmachen, wo man hinten eben mit LKWs dann ranfahren kann.
Dann ist das hier der Schalter für die Tresortür. Machen wir mal auf. Und das hier ist der Wasseraufzug, weil es geht da nämlich noch einen ziemlich tiefen Schacht runter. Jetzt würde man da einfach nur runterfallen und sterben. Aber so kann man da eben sicher runter. Hier ist dann noch Zugang zum äußeren Ring. Da hat man dann eben, wie gesagt, Zugriff auf die Wachhäuschen und kann hier oben Patrouille gehen sozusagen. Und hier geht es dann auch wieder raus. Hier drüben ist dann noch so ein kleine für Besatzung, so ein kleiner Pausenraum sozusagen. Mit einer Uhr. Zwei Uhren, glaube ich. Damit man auch weiß, wann man dran ist. So. Jetzt, da wir ja den Tresor aufgemacht haben, können wir jetzt mal hier wieder in den zweiten Bereich rein. Na, wo bist du hin? Da. Hallo? Hallo. Ja, und jetzt sieht man hier, ist offen und der Wasseraufzug ist auch an. Wäre der aus, würde man hier einfach nur runterfallen. So, lassen wir uns mal ganz vorsichtig nach unten gleiten. Und zack, sind wir jetzt ganz unten. So, hier befindet sich jetzt so ein kleines 4-Code-Glas. Ich weiß, ich hätte es größer machen können, aber da hatte ich jetzt keine Lust zu. Und den Code dafür habe ich mir daneben geschrieben, weil ich hätte das sonst bestimmt vergessen. Das Ding, was ihr gerade gehört habt, wenn das mit der Soundaufnahme jetzt funktioniert, endlich in DX Story, dann war da, also wenn ihr das gehört habt, ansonsten stellt euch einfach vor, das war der Alarm dafür, dass jemand hier dieses Passwortschloss benutzt. Der ist oben in der Brücke dann losgegangen. So, dann kann man sich hier eben in dem Tresor einschließen. Jetzt kann von außen keiner mehr rein. Oder aber wenn von außen einer abschließt, kann man von innen die Tür noch öffnen, damit man raus kann. So, jetzt sind wir hier in der ersten Goldkammer. Leute von euch, die vielleicht den James Bond gesehen haben, denken sich, ach, das sieht doch ganz anders aus. Im James Bond war das nur natürlich schön in Szene gesetzt. Und es gab mal einmal durfte die Presse vor Knox besuchen. Und da sahen die Goldkammern ungefähr, wenn ich jetzt mal hier zu dieser Kammer so gehe, da sahen die ungefähr so aus. Also nicht wirklich sehr groß. Also da waren hier eben so Regale mit Goldbarren waren hier drin. Eben in so ganz kleinen Räumen. Naja, hier habe ich dann eben noch so eine große Kammer. Wenn wir jetzt hier tiefer in den Tresorraum gehen, haben wir hier nochmal so eine kleine. Dann haben wir hier links, haben wir noch ein Goldlager, aber auch kann man hier auch Sachen drin lagern. Hier sind dann jetzt nochmal zwei Kammern für eben Sachen und Gold. Je nachdem, was man hier eben gerade einlagern will. Dann geht es hier eben zu Kammer 7 und 8. Fangen wir mal Kammer 7 an. Das ist jetzt so eine Art Hochsicherheitsraum. Hier werden Diamanten gelagert und zwar schön in Wasser, das heißt, die werden hier schön ins Wasser geschoben, damit die bei einer Explosion zum Beispiel nicht kaputt gehen können. Und hier ist das eben überall und ich glaube, hier hinten habe ich sogar Emerald-Blöcke, genau. Also hier ist sozusagen ein ziemlicher Wert in diesem Lager. Und hier drüben haben wir noch Kammer 8, das sind dann so kleine personelle Speicher, in denen dann eben so wertvolle Sachen ebenfalls gespeichert werden können. Das war es auch soweit hier zum Innenleben, zum eigentlichen Tresorraum. Der ist jetzt nämlich vorbei. Jetzt kann man hier nämlich irgendeinen Knopf außer der 3 drücken. Das schließt dann wieder das Tor. Und zwar mache ich das jetzt mal von hier innen. Na. So, und lauf noch schnell durchs Tor. Jetzt ist es zu. Und jetzt kann ich eben hier durch diesen Knopf schön wieder raushüpfen. Falls mich hier eben jemand einsperrt. Ja. Jetzt gehen wir mal wieder nach oben. Und jetzt sind wir auch soweit eigentlich durch. Erstes Projekt RL. Ne? Kann man sich ja denken, wofür das steht. Wer es nicht kann, naja, schäm dich.
Ja, ansonsten hier hat man noch so kleine Bodenlichter hier an diesen Ecken. Ups, das war die falsche Taste. Da kann man dann, wenn es Nacht ist, dann... Ach, komm schon. Na. Okay. So, dann gehen die hier eben an. Und, ja, dann haben wir eben noch ein bisschen Straßenbeleuchtung sozusagen. Ja, wie gesagt, das war es soweit. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses mal etwas andere, nicht Worgel-Gedöns. Ja, und ich werde vielleicht noch diese Serie weiter fortführen, wenn das jetzt gut ankommt, und noch andere Sachen nachbauen. Und ansonsten werde ich jetzt nur noch hier eben diese Vergleichsbilder von dem Minecraft-Bauwerk und dem Google Earth-Modell hinten noch dranhängen. Da hört ihr mich dann nicht mehr. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.